Du singst so wie du aussiehst, haben sie gesagt. Du hast das dann wohl als Kompliment aufgefasst. Hast vor Freude in die Hände geklatscht. Geil, wie krass, hast du dir gedacht. Hast getanzt und dich mega gefreut. Hast dich so, wie sich's gehört, vor allen verbeugt. Sie standen da wie betäubt, wurdest grinsend beäugt. Doch nur deine Mutter war von dir überzeugt. Dass du es schaffst, doch leider hat sie dabei scheinbar nicht bedacht, dass du es durchziehst zum Casting gehst und plötzlich vor der Kamera im Studio stehst. Ich bin so gut wie Justin Timberlake. Ist das jetzt echt oder ist das ein Fake? Das ist was die Leute sehen wollen. Ein Fick mit dieser Stimme sind dein Liedeschiss-Moll. Deine Performance ist perfekt, denn du hast es noch nicht gecheckt. So eine Sendung ist so konzipiert, dass ich eine Video zum Vergnügen anderer blamier. Du wolltest an die Maike, doch es wurde nichts daraus. Doch bevor ich dich anfängt, ist dein Traum schon wieder aus. Du wolltest wissen, wie es ist, ein Superstar zu sein. Doch statt Plattenmillionär, da bleibst du nur ein armes Schwein. Du denkst, jetzt hast du es geschafft bis im Recall. Doch leider fand die Jury dich jetzt nicht so toll. Dein Gesang ist flat und out. Und hört zu, insgesamt hat das mit Singen nicht so viel zu tun. Die Penner haben noch von Musik keinen Plan. Was tut der Typ seiner Familie an? Können und Talent, wer braucht das schon? In 5 Minuten Fame vor der Fernsehnation. Die Einschaltquoten sind genial. Dein Gesang ist katastrophal. So eine Sendung ist so konzipiert, dass ich einer wie du zum Vergnügen anderer blamiert. Du wolltest sein wie Michael, doch es wurde nichts daraus. Noch bevor er dich anfängt, ist dein Traum schon wieder aus. Du wolltest wissen, wie es ist, ein Superstar zu sein. Doch statt Plattenmillionär, da bleibst du nur ein armes Schwein. Du hast es endlich geschafft. Jeder spricht von dir, bist auf der Straße angequatscht, bist in jedem Klatschpapier. Das Video bei YouTube, tausende Klicks. Die Überschrift lautet Ernst oder Biss. Doch lange hält der Ruhm nicht und dich wird es leiser. Steigst langsam ab von der Karriereleiter. Vermieter wieder Mama, dort wo alles begann. Neues Jahr, neue Shows, neue